Wir fangen einfach an mit dem neuesten Sattar Hugo Video. Ja, das ist sicherlich gut und interessant und hochwertiger Content. Ja, gut. Ich würde sagen, rein in die Masse. Okay, Baby, Baby, let's go. Shotgun normal? Wieso bin ich hier eigentlich als Einzigster? Einziger. Einziger heißt es. Junge, ey, das hört sich aber scheiße an, Mann. Was läuft? Das ist halt die deutsche Sprache, Bro. Was willst du erwarten, wa? Willkommen zum nächsten Video. Würdest du sagen, du bist gerade in deiner Primetime? Mein Hund hat meinen PC gepinkelt, jetzt ist der Schrott. Glückwunsch. Safe plus eins, Mann. Aber vermisst du auch Apo Red Prime? Ja. Same. Wer? Ja, moin Digi, wie geht's dir, Mann, ne? Apo Red Prime ist doch wieder weg am Start, Mann, ne? Ich treffe einen Kunde, der ist über 40. Flying over versus Medi. Ganz wichtig! Ey, Uwe, welcome back auf Twitch, Mann. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig! Wichtig! Wichtig, ja! Das ist krank gut, wa? Danke für das entspannte Gaming-Video von 2004. Ja, ich ja. Welches Kind bin ich? Ich glaube der hier, Alter. Warte mal ganz kurz. Ich habe da was Lustiges zu gesehen. Jetzt nicht böse gemeint, ja? Aber es gab so eine, also guck mal, das ist ja Knossi quasi. Und ich habe das hier gefunden im Internet. Das war auf so einem TikTok. Also hier ist ja quasi Knossi und hier ist so eine Puppe mit, ja, ist nicht, also ist wirklich halt nicht böse gemeint so, aber weiß nicht, also ey, kann sich ja jeder jetzt selber dann, also da quasi die Meinung zubilden, ne? Das ist quasi eine Knossi-Puppe, ja. Richtig, der mit dem Down-Syndrom. Ja, ist doch schön, dass sich rausgewachsen hat. Und manchmal kratze ich mich und dann rieche ich gerade. Ah! Alter Jens, Junge, what the fuck. Beten aus, Kuss geht raus. Ich bin der Jürgen. Ich hab immer Schorf hinter meinem Ohr. Warum ist Jens beschnitten? Weil er eine Vorhautverengung hatte. Was? Hygienegründe. Scheiße, Mann, ist das unangenehm, alter Wahnsinn. Warte, was macht Sascha da? Ja, wir müssen hier runter, wir müssen runter. Traurig, Mann. Ich hatte auch eine Vorhautverengung. Alpaka, dieser Chat ist nicht der Chat, wo du über deine Vorhautverengung redest. Schön aber, dass du hier bist, Mann. Schade. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Nein, Digga, was ist das für ein Shit-Design? Was ist das denn? Ist das jetzt Metagaming, wenn ich die jetzt angreife? Wie viele Geräusche? Dann will ich die jetzt schon wieder umnieten können. Oh Mann. Henki. Ich brauch Henkis Antwort. Wieso? Ja! Ja, das ist es! Einfach Monte in 10 Jahren. So ein Schmutz, wie dein Tweet von Tanzverbot. So ein Dreck. Du verfasst jetzt gleich eine Twitter-Nachricht, okay? Willst du schmecken? Ja, soll ich ein NFT-Giveaway machen? Yeah. Richtig. Das macht auch mein Herz nicht mehr mit. Ist so. Ich bin langsam auch alt und Rentner und Bruder, ich will meine Rente genießen. So ein Ding ist das. Während ich parallel dazu mit NFT-Milliardär werde. Und das Ding ist halt, der Bray ist halt 36, lebt im Körper eines 52-Jährigen, hat das Gehirn eines 70-Jährigen, allerdings auch das Konto eines 70-Jährigen, der sehr viel Geld in seinem ganzen Leben angeschaufelt hat. Und wenn man sich die letzten Ethereum-Transaktionen einfach mal anschaut, die in Montes Wallet fließen nach den ganzen Tweets. Ich sag's euch ehrlich, ich habe die Sachen schon vor, glaube ich, 2 oder 3 Monaten angeboten bekommen, solche Giveaways zu machen. Ich habe es abgelehnt, weil ich es BS finde. Aber kann ja jeder sein Geld machen, wie er möchte, sag ich mal, ne? Ich möchte noch mal ganz kurz eine Sache sagen. Danke dir, das reicht.
Hallo? Ey, Digga, der echte. Ich check's nicht, guck mal. Er macht so. Ganzer Chat geht vollkommen apeshit crazy, Omega Null. I don't get it. Hallo? Ey, Digga, der echte Monte. Oh mein Gott. Moin. Ah, Monte hat schon wieder Alzheimer, braucht ein bisschen, um irgendwas zu sagen. Bruder, vom Random in Fortnite die Ehre so rausgezogen aus der Seele. Der hat direkt rausgehen, Mann. Darauf, da steh ich ja gar nicht drauf, Mann. Ohne Scheiß, wer jetzt lacht, gottlos, bodenlos. Ist der tot, Digga? Hä? Ist der einfach tot? Ist er einfach dead? Ist einfach einer gestorben bei Olympia und der ist dann einfach ins Ziel gerutscht, oder wie? Erst in GTA. Wie kann ich Katze streicheln? Wie kann ich mich bücken? Jetzt auch noch in Red Dead Redemption 2. Ach guck mal, Hund. Junge, das ist nicht gespielt. Das war wirklich Zufall. Als ob das nicht extra ist von Knossi. Nein, nein. Ballons behalten und attackieren einfach. Einfach attackieren. Wir sind blau, Jungs, wir sind blau. Hä, wer ist das da oben? Ist das Payne, Alter? Junge, wieso hat der einen Haarschnitt aus den 40ern? Bro, Payne hat einfach no joke die Haare, die man in den 40ern gemacht hat, bevor man an die Front muss. Wo, oh, Mann? Wir sind blau. Am Arm wieder. Ja. No Frontberger, aber... Wichtigen Kurs. Es ist ein Haarschnitt, den man einfach gehabt hat, bevor man so in den 50ern irgendwie nach 10 Bier nach Hause gegangen ist und seine Frau geschlagen hat. Keine Ahnung, was ist das für eine Frisur, Bro? Ja, vielleicht sollte ich mein Maul halten. Seiten auf 1943, no joke. Alter, Big Baba Bubu Revive, ich kann Jumphead placen. Gleich. Ja, warte, hier. Place, geplaced. Ich bin daneben gesprungen. Ich wurde gesniped. Schade, Mann. Big Baba Boom, ey, auf jeden Fall. Wie kannst du so oft Imposter sein? Was soll das? Ich hab den Imposter-Pass. Ich hab den Imposter-Pass gekauft für 5 Euro die Runde zuvor. Monte hat Imposter-Pass. Was ist das? Gibt's sowas? Schon Dank für das Prime. Mit wem? Hear what I say. We are the business today. Fuck shit is finished today. Oh mein Gott, ich war nicht muted, Bro. Ich war nicht muted. Ja, nee, red weiter. Ich war nicht muted, Digga. Ja, moin, Digi. Digga, wie kann man so bad sein? Pascal ist es. Imposter-Passwort? Gibt's nicht, Digga. Was gibt's nicht? Danke für die ganzen Subs. Da kaputt abgestellt. Also ich check halt nicht, wie das in die Highlights reinkommt. Der ist doch nur irgendwo gegengefahren. Ich check nicht, wo ist das ein Highlight, Digga, was, also... Digga, wie schaff ich das immer? Wie schaff ich das? Kannst du dir bitte nicht mal ein paar Streamer packen, die vernünftig einkleiden, mal zur Friseur? Das will sich ja keiner anschauen. Keine Ahnung, wen soll ich mir packen, Alter? Ich würde gerne Trimax immer noch umstylen. No sense, einfach dann so... Really one way. Ich hab keine Highlights, weil ich halt nie streame. Das ist ein Highlight. Das ist ein Highlight. Das probiere ich mal, das mit den Abrollen. Das ist halt funny. Hä? Oh nein, er hat einen Schlaganfall. Mein Homie Nina. Peace, Bro. Ach du Scheiße, Mann, Digga. B-Boomer in den Chat. Willkommen in meiner Gang. Ach du Kacke, Mann. Die Songs, die... Der verknotet sich die Finger, wenn er einer am Befriedigen ist. Die Jungs gesungen haben, waren nicht schlecht, okay? Die waren nicht schlecht, aber es gibt einen besseren Song dafür. Yeah, I know it's hard to remember.
the people we used to be. Digga, darf ich erstmal den Copyright-Strike reinballern? It's even harder to picture that you're not here next to me. Chillig, Sascha. Kurz Luft. Paradise. Digga, wie heißt der nochmal, der Typ hier? Stelbe Ronaldo, Legende. I'm on a baseball trying to come. I like. Hallo? Hallo! Ja, und du machst mit Mitsingen und sowas? Du, Mates. Nein. Digga, wirklich. Einfach komplette Generation TikTok verblödet. Sicher? I don't speak German, bro. I'm from Holland, bro. I'm your neighbor, buddy. Digga, wirklich, also so. Mickey, bro. Bro. Legit ist doch niemand so dumm. Klatsch drauf. Ich wusste nicht, was das Glühwürmchen-Dings macht. Oh, Anna wird abgeholt. Ah, hallo, alles willkommen wieder, Jungs. Nikotin ist auch nicht gut fürs Gehirn, Mann. Revi, hast du heute Kinder gecampt? Wenn du mich fragst, ob ich Kinder gescampt habe, dann ja. Kinder gecampt habe ich heute nicht, nein. Aber gute Frage, danke dir. 10 Tage Bann.